In diesem Video erkläre ich dir, wie man die Formel zur Dichte umstellen kann. Und zwar umstellen nach der Masse, nach dem Volumen oder wenn du die Formel zur Dichte hast, allerdings diese nach Masse und Volumen aufgelöst ist, wie du wieder zurückkommst auf die Dichte. Also zunächst einmal die Formel der Dichte. Die Dichte ist gleich Masse durch Volumen. Also Rho, das ist das Zeichen hier, sieht so ähnlich aus wie ein P, wird allerdings Rho gesprochen. Rho ist gleich M durch V. Jetzt wollen wir nach der Masse M umstellen. Das bedeutet, wir wollen M alleine dastehen haben. Um hier M alleine zu erhalten, stört uns das Volumen. Das Volumen steht hier unten im Nenner, also das ist ja M durch V. Ich schreibe es nochmal anders hin. Das hier bedeutet ja M geteilt durch V. Wir haben also eine Division und um eine Division wegzubekommen, müssen wir multiplizieren. Und zwar mit dem Volumen, denn das steht im Nenner. Also mal V bedeutet dann folgendes. Wir haben Rho, ich schreibe es nochmal hin, Rho ist gleich M durch V. Und auf beiden Seiten der Gleichung müssen wir jetzt mit dem Volumen multiplizieren. Also mal V auf der linken Seite der Gleichung und mal V auf der rechten Seite der Gleichung. Bleibt dann folgendes übrig. Also Dichte mal Volumen auf der linken Seite ist gleich. Und auf der rechten Seite, da kürzt sich Volumen raus. Wir haben Volumen im Zähler und Volumen im Nenner. Das kürzt sich raus, es bleibt nur noch die Masse übrig. Also Dichte mal Volumen gleich Masse. Oder wir können es auch umgekehrt hinschreiben, Masse ist gleich Dichte mal Volumen. Also zunächst einmal die Formel zur Dichte bzw. die Gleichung zur Dichte. Dichte ist gleich Masse durch Volumen. Rho ist gleich M durch V. Dichte gleich Masse durch Volumen. Und das Ganze wollen wir jetzt nach dem Volumen umstellen. Wie funktioniert das Ganze? Nun, wir haben das Volumen hier auf der rechten Seite der Gleichung im Nenner stehen. Also M, das ist ja ein Bruch, der bedeutet M durch V. M durch V. Um eine Division wegzubekommen, müssen wir multiplizieren. Und zwar hier mit dem Volumen, also mal V. Heißt, wir müssen beide Seiten der Gleichung mit V multiplizieren. Also, ich schreibe nur mal hin, was wir hatten. Das war unsere Formel. Und jetzt müssen wir beide Seiten der Gleichung mit dem Volumen multiplizieren. Also mal V auf der linken Seite der Gleichung, mal V auf der rechten Seite der Gleichung. Auf der rechten Seite der Gleichung haben wir jetzt das Volumen im Zähler und im Nenner. Und hier dürfen wir kürzen. Also, das fliegt raus. Übrig bleibt Dichte mal Volumen auf der linken Seite ist gleich die Masse auf der rechten Seite. Jetzt wollen wir allerdings nach dem Volumen auflösen, das heißt, uns stört noch das Rho hier, also die Dichte selbst. Das hier ist eine Multiplikation, die Umkehrung der Multiplikation ist die Division, also teilen wir und zwar wollen wir Rho wegbekommen. Weg bedeutet, wir haben das hier war unsere Gleichung und jetzt müssen wir beide Seiten der Gleichung durch Rho teilen. Bedeutet, wir können jetzt auf der linken Seite der Gleichung, im Zähler und im Nenner steht die Dichte, können wir gegeneinander kürzen. Das fällt raus. Es bleibt übrig, das Volumen ist gleich Masse durch Dichte. Also Volumen ist gleich Masse durch Dichte. V gleich M durch Rho. Also wir haben die Formel zur Dichte, allerdings nicht nach der Dichte aufgelöst, sondern M ist gleich Rho mal V, also Masse ist gleich Dichte mal Volumen. Oder V gleich M durch Rho, Volumen ist gleich Masse durch Dichte. In beiden Fällen ist nicht nach der Dichte aufgelöst und die Frage ist jetzt, wie man da hinkommt. Fangen wir hier mit der linken Gleichung an. Und wir haben hier M gleich Rho mal V, möchten nach Rho auflösen, das heißt, das Volumen, das V, stört. Wir haben hier eine Multiplikation und um eine Multiplikation wegzubekommen, müssen wir dividieren. Also geteilt durch
Und wegbekommen wollen wir das Volumen, also V, also müssen wir durch V dividieren. Bedeutet, wir haben also M ist gleich Rho mal V und müssen jetzt beide Seiten der Gleichung, das ist wichtig, beide Seiten der Gleichung durch das Volumen teilen. Also durch V auf der linken Seite der Gleichung, durch V auf der rechten Seite der Gleichung. Auf der rechten Seite der Gleichung haben wir jetzt das Volumen sowohl im Zeller als auch im Nenner. Hier dürfen wir kürzen, dadurch fällt das raus. Es bleibt also übrig, Masse durch Volumen ist gleich Dichte. Oder, das können wir auch umgekehrt hinschreiben, Dichte ist gleich Masse durch Volumen. Das jetzt auch noch für die zweite Umformung. Ich mache mal einen Strich hier. So. Also Volumen ist gleich Masse durch Dichte. Auch hier wollen wir nach der Dichte auflösen. Das Unschöne ist, die steht jetzt hier im Nenner. Also was hier steht, dieser Bruch, das hier bedeutet ja eigentlich M durch Rho. Also eine Division. Um eine Division wegzubekommen, müssen wir multiplizieren. Also die Division ist die Umkehrung der Multiplikation. Also müssen wir mit Rho multiplizieren. Bedeutet, ich schreibe es nochmal hin, das hier war unsere ursprüngliche Gleichung und jetzt müssen wir beide Seiten der Gleichung mit Rho multiplizieren. So, bedeutet, wir haben jetzt hier auf der rechten Seite sowohl Rho im Zähler als auch Rho im Nenner, können wir daher kürzen, es bleibt nur die Masse übrig. Wir haben also Volumen mal Dichte gleich Masse. Jetzt steht die Dichte schon im Zähler, das ist schon hilfreich. Das Volumen hier stört uns allerdings. Wir haben hier eine Multiplikation. Die Umkehrung der Multiplikation ist die Division. Also müssen wir teilen und wegbekommen wollen wir das Volumen, also durch V. Wir haben also V mal Rho ist gleich M. Und jetzt teilen wir beide Seiten der Gleichung durch das Volumen. Linke Seite der Gleichung durch das Volumen teilen. Ah, Moment, das ist Quatsch. So. Also, linke Seite der Gleichung durch das Volumen teilen, rechte Seite der Gleichung durch das Volumen teilen. Jetzt können wir kürzen. Im Zähler und im Nenner kommt das Volumen vor. Also rauskürzen. Und übrig bleibt Dichte, also Rho, ist gleich Masse, also M, durch Volumen V. Dichte gleich Masse durch Volumen. Wie hier auch, Dichte gleich Masse durch Volumen. Das hier war jetzt mal die Umstellung der Formel zur Dichte. Wenn dich das ganze Thema noch mehr interessiert, dann schau doch hier mal in die Endcard rein. Dort werde ich dir noch weitere passende Videos verlinken. Darüber hinaus würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo dalässt, dann erhältst du auch in Zukunft weitere Physikhilfen von mir. Vielen Dank und gerne bis zum nächsten Mal.